Hallo meine Lieben, da steht sie schon, die Esmeralda, heute wieder den Blick in die Kugel. Ich versuche das so ein bisschen ausgeglichen zu gestalten. Ich weiß, der schwarze Spiegel, der darf auch bald nochmal mit, aber warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ja, ihr wisst es, ne? Ich schau mal, wie ist der Onkel Otto gerade so drauf? Wie ist seine Befindlichkeit? Du schaust für dich, ob du damit in Resonanz gehen kannst oder eben nicht. Ich mache dann gleich das Licht wieder aus, damit ich was sehen kann. Und nur noch mal zur Erläuterung, weil dann erspare ich mir einige Kommentare. Ich sehe nicht in der Kugel, es läuft da was vor meinem dritten Auge ab. Und das versuche ich dann halt in Worte zu fassen. Was kommt, das kommt. Ich weiß es vorher nie. Und jetzt bitte ich die geistige Welt um Unterstützung. Ich hätte gern eine Überschrift. Wie ist er drauf heute? Womit ist er beschäftigt? Damit ich weiß, ne, in welche Richtung es so läuft im Kollektiv. Schon wieder Amors Pfeil, den haben wir jetzt schon öfter mal gehabt. Oh, und die Co-Abhängigkeit. Na wunderbar. Kurzen Moment bitte. Ich weiß mal wieder nicht, wo mir der Kopf steht. Ich weiß auch, du kannst das bald alles nicht mehr hören. Ich habe auch das Gefühl, du entfernst dich immer mehr von mir, weil ja, ich gehe dir auf den Keks. Ich weiß es auch nicht. Ich gehe mir selbst manchmal extremst auf die Nerven. Ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Es war mal so viel entspannter und es ist jetzt gerade so, als müsste ich noch mal eine Prüfung bestehen. Ich war eigentlich auf einem super guten Weg, habe meine Tage so gestaltet, dass sie auch lebenswert waren. Ich bin süchtig nach meiner Arbeit. Ich bin süchtig nach meiner Arbeit und soll ich dir sagen, warum? Da kann ich mich einfach, ja, da darf mein Kopf halt die Oberhand haben. Auch wenn mein Job sehr kreativ ist, muss ich doch sehr meinen Kopf benutzen. Und das tut gut, weil wenn ich das nicht tue und ich auf mein Herz höre, ja, da kommt einfach immer noch viel hoch. Es tut nicht mehr so weh wie vielleicht noch vor einem Jahr. Ich möchte meinem Gefühl nicht so gern vertrauen. Und jetzt habe ich das Gefühl, du entfernst dich von mir. Du warst immer so beständig, du warst immer so da. Ich habe das immer geschätzt. Ich habe dich immer für deine Kraft, für deine Stärke, für deine positive Ausstrahlung. Ich habe dich immer bewundert. Aber vielleicht warst du einfach auch zu selbstverständlich. Uah. Du weißt, dass ich nicht gerne über meine Gefühle rede. Du weißt auch, dass auch wenn ich nicht viel Zeit mehr nehme, um bei dir zu sein, ja, dass du in meinem Herzen einen festen Platz hast.
Ich hoffe, ich auch in deinem. Ich bin nicht perfekt, aber unsere Liebe ist perfekt. Bitte verzeih mir, dass ich so bin, wie ich bin. Uff. Jetzt ist er weg. Ja. Ja, muss ich nicht viel hinzufügen. Hat sich irgendwann zwischendrin angefühlt wie ein Schlag in die Magengrube. Muss ich nicht viel zu sagen für die, die sich angesprochen fühlen, wenn ihr gerade halt, ne, nicht in seinem Mittelpunkt steht. Dann ist er mal wieder in seinem Modus unterwegs. Wisst ihr, was ich jetzt mache, wegen dem Schlag in der Magengrube? Ich mache jetzt das Licht wieder an und dann geht noch eine Heilplejade mit auf den Weg. Ich weiß, dass das einige wirklich nutzen, die, die damit nichts anfangen können, ja, können an dieser Stelle den Button drücken. Ich drücke jetzt den anderen Button. Indem ihr mit diesen Karten arbeitet, arbeitet ihr natürlich erstmal mit euch selbst. Das wird euch mit Sicherheit auch nicht schaden. Aber die Energie geht halt eben auch in seine Richtung. Und ja, das kann sehr hilfreich sein. Spirit, welche Karte möchte mit? Was wird, genau, Spirit versteht mich. Der heilende Frieden. Ja, der darf mal Frieden mit sich schließen. Das ist eine, ja, wie gesagt, macht da einen Screenshot oder malt es euch auf. Aufs Handgelenk, sonst wohin, keine Ahnung. Ich ziehe jetzt mal mein schlaues Büchlein zu Rate. Das sind die Heilsymbole und Zahlenreihe von Pawlina Klemm, falls es jemand wissen möchte, ohne dass ich hier Schleichwerbung mache. Der heilende Frieden. Ja, gucken wir mal, was dieses Kärtchen hier. Schön, wenig Text. Den kann ich euch dann also auch komplett vorlesen. Jedes geschriebene oder auch gesprochene Wort weist eine bestimmte geometrische Form auf, die eine energetische Wirkung entfaltet. Indem du diese Karte anschaust, indem du diese Karte anschaust, ich habe im Garten gearbeitet, sorry, indem du diese Karte anschaust, kannst du die Frequenz des Wortes Frieden in deinem System verstärken. Frieden erfüllt schließlich dein Herz und deinen Geist. Sprich dazu die folgende Affirmation dreimal laut aus. Ich integriere und aktiviere die Frequenz des Friedens in meinem Herzen. Jetzt und in diesem Raum. Frieden heilt mich. Frieden, Frieden, Frieden. Peace, Baby. Ja, wie gesagt, könnt ihr nutzen, wenn ihr möchtet. Und ich wünsche euch jetzt auch den Frieden. ja, macht euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich, von euch zu hören. Freue mich über jeden Kommentar, über jeden Daumen hoch. Jeden, der den Weg zum Abo-Button findet. Sag meinem Kollektiv herzlich Dankeschön für euer Um-mich-Sein. Ja, und jetzt schönes Wochenende. Bis dahin, bleibt gesund.